So, herzlich willkommen meine Krieger und Kriegerinnen zurück zu Dragon's Dogma Dark Horizon. Wir bereiten uns jetzt vor. Oh, schaut mal, da sind wieder die zwei Truhen. Wir werden vorerst uns von unseren beiden Gehilfinnen verabschieden. Generell werden wir mal ein paar Sachen einlagern, die wir nicht mehr brauchen. Wir bereiten uns jetzt auf den großen Endkampf hier vor, okay? Ich habe noch nicht so ganz für mich entschieden. Von denen meint ihr, brauche ich immer nur einen? Ich habe für mich selbst noch nicht so ganz entschieden, ob ich die beiden Drachen, die auf dem Weg liegen, besiegen möchte oder nicht. Das muss ich mir auf jeden Fall nochmal überlegen. Momentan bin ich mir da in... Oh, jetzt krieg ich Schluck auf. In der Hinsicht ein bisschen unsicher. Ich würde jetzt auf jeden Fall mal die beiden Vasallinnen wegmachen. Einfach, weil wir dadurch nochmal mehr EP sammeln und eine Chance haben, vielleicht noch die ein oder andere Stufe aufzusteigen, bis wir dann bei unserem Zwischenlager sind. Ich hoffe, wie gesagt, dass da dann nicht nochmal ein Auftrag kommt. Muss jetzt meiner Meinung nach nicht sein. Aber mal sehen. Es gibt ja eigentlich auch gar keine krasseren Monster mehr, oder? Die man noch besiegen könnte. Außer er sagt jetzt, ja, der Tod... Der Tod ist nach Khazad-dûm umgezogen, Bruder, kannst du ihn dann nochmal killen? Ich hoffe, ich habe das Spiel nicht auf dumme Ideen gebracht. So. Bye. Gut. Vorbereitung, Preparing. Jetzt hat sie noch ein Algebräu aufgesammelt, sehr gut. So. So. Ausrüstung wechseln, safe. Wir nehmen wieder unsere stärkste Ausrüstung, ist vollkommen klar, denke ich. Das mit dem Mantel hat leider nicht funktioniert. Halb so wild. Rüstung haben wir keine bessere. Da, die dunklen Kniestiefel, die sind doch stärker. Nimm doch die. Oh, krass, okay. Handschuhe haben wir echt wenig gute. Nee. Das ist nicht gut genug. Ja, das ist sehr stark, das weiß ich. Okay, naja. If there is aught I can do, say it. Das ist jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Aber passt schon, passt schon, passt schon. Gut, wir nehmen wieder Lazarussteine mit, reichlich. Ich gebe Andromache auch noch 10 mit. Wir haben dann insgesamt 20 dabei. Ich glaube, ich würde die Schlüssel wegpacken. If there is aught I can do. Weil wir jetzt ja nicht mehr so auf Loot aus sind. Deswegen, ich weiß, die Statuen könnte ich auch weglegen, die behalte ich jetzt aber erstmal. So, die Schlüssel packe ich weg, die sind ja auch relativ schwer. Für Notfall ein bisschen ausrüsten. Ich
Ich habe nicht mehr so ganz im Kopf, was uns alles erwartet, aber vielleicht hier einfach für Notfall ein bisschen was dabei haben, ist, glaube ich, nicht schlecht. Quellwasser nehmen muss nicht sein. Machen wir mal hier von dem ein bisschen was. Andromache, du nimmst mal ein paar Pilze mit für mich. Und dich rüsten wir dann grundsätzlich noch ein bisschen aus, mit viel Spaß. Schauen wir mal, was wir alles brauchen. Was willst du noch alles? Pfaffentrunk? Ja, go for it. Zack, zack, zack. Ja, wir sind schon heftig ausgerüstet. Aber passt ja. Wo ist denn der flüssige Elan? Den brauche ich jetzt noch nicht, den brauche ich später erst. Und dann brauche ich reichlich davon. Flasche mit Öl, auf jeden Fall. Will ich ihr jetzt noch nicht geben? Ja. Okay. If there is aught I can do, pray permit me to help you pray. Take. Ich schaue mir noch mal kurz meine Fertigkeit verfeinern, ja. Können wir uns auch noch mal anschauen, Schattenwolfhaube. Können wir machen. Wir brauchen sie nicht, aber wenn wir schon können, verbessern wir sie doch gleich. Können wir sie gleich direkt weitermachen, ja. Okay. Könnten wir auch noch mal schauen, ob das irgendwie was für Andromache wäre. Glaube ich jetzt zwar nicht, der Abyssalanzug, helle azurblaue Schuppe, okay, der hat es auch in sich. Die würde ich fast nochmal vergleichen, die beiden. Was wird uns da fehlen? Wissen wir nicht. Echsenschuppenpelz, da schau her. Ne? Ja? Ich würde die gerne noch mal kurz checken, ob die irgendwie stärker sind oder so. Boah, was war das jetzt alles? Es waren zwei Umhänge. Ich müsste es ja noch dabei haben. Ah ja, und der Abyssal-Umhang, genau. Ja, ja, easy. Lasst uns das mal kurz nochmal checken. Spannend, okay. Aber magische Abwehr verlieren wir halt extrem. Ist gut. Er ist gut, aber nicht so gut, wie wir ihn bräuchten. Spannend. Boah, wenn wir die auf Maximum hätten. Aber die Resistenzen kickt's halt hart hoch, gell? Wir büßen damit ein bisschen. Na, wisst ihr was? Ich mach das sogar. Bei den Mänteln? Nee, der nicht. Und der auch nicht. Okay, jetzt noch Andromache. Okay, die Wolfshaube ist nix für dich. Sehe ich. Der Brustpanzer auch nicht? Oder kann, oder ist der gerade bloß? Der ist für jeden. Okay, Moment. Einlagern. Die Wolfshaube, den Brustpanzer und den Hoheitsumhang. Okay, die Wolfshaube ist wirklich nichts für sie, aber hier der Brustpanzer. Hier. Ja. Definitiv. Die Wolfshaube. Nee, tatsächlich nicht. Okay. Dann vielleicht noch die Mäntel. Uäh.
Nee, schade. Wird nichts. Der auch nicht. Und der auch nicht. Okay, nee. Passt so. Gut. Verhalten des Lagers verfeinern. Fähigkeiten festlegen. Das passt. Magische Aussicht ist alles top. Ihr meintet ja, dass das gar nichts hilft, oder Magie? Ich meine, gegen die magischen Kreaturen hilft es nichts und gegen den Daimon auch nicht wirklich. Falls ihr Musik im Hintergrund hört, das ist von meinem Mitbewohner. Nicht wundern. Ich suche nach irgendwas, halbiert die verbrauchte Ausdauer, wenn Angriffe mit dem Schild abgewehrt werden. Erhöht die Tödlichkeit der Kernfertigkeiten, erhöht einen schnelleren Rückzug beim Kampfgeschehen. Beweglichkeit verleiht Sprungangriffe, gewährt geretteten Vasallen einen vorübergehenden Stärkeschub, wenn man sie zurückholt. Allein vorübergehend weniger Schaden durch viel... Ach so, gerettete Vasallen. Halbiert den Verbrauch der Ausdauer beim... Halbiert die erlittenen Schaden, wenn der Anwender einen konzentrierten Treffer leidet, gewährt mehr Standhaftigkeit, erhöht die Stärke für die Dauer der Wirkung, verbessert Abwehr und magische Abwehr des Anwärters, wenn er auf der... Klingt gar nicht schlecht, die Zuflucht. Verhindert das Pfeil in ihrem... Macht Bewegungsabläufe um... Was? Macht Bewegungsabläufe um eine Stufe geschmeidiger. Okay. Ja, die Stärke könnte man erhöhen. Anhaftung. Anhaftung klingt auch interessant. Wisst ihr was? Das machen wir. Haben wir denn... Gibt's nicht auch irgendwas, wo es heißt... Halbiert den... Okay, pass auf. Das ist auch interessant. Machen wir das weg? Zack. HIJK, Kondition. Verbringen wir die Ausdauer und dann, was war das letzte? Hier ist die Magnitude. Und ich wollte die Anhaftung. Ah ja, das heißt, wir gehen mit der Langlebigkeit hoch. Dann die Kondition. Dann die Erneuerung. Weil wir müssen uns ja an den Kreaturen festhalten. Das ist ja das Nonplusultra und deswegen, wenn wir uns darauf konzentrieren, kriegen die uns nicht so schnell los und wir verbrauchen weniger Ausdauer, wenn wir dran hängen. Geht dazu, jetzt Lasten tragen, aber die Obergrenze der Ausdauer. Ja, doch, das ist schon nicht schlecht. War das jetzt? Ah ne, passt. Den können wir eigentlich wegtun. Den machen wir weg, machen wir so. Und bei dir erweitert ihr, vermindert durch magische beträchtlich, verringert den Ausdauerverbrauch beim Rennen, what the fuck, gewährt Energie um Lasten zu tragen, erhöht die Magie beträchtlich, verringert die erforderliche Zeit, die nötig ist, um einem Zauber zu wirken. Also das können wir auf jeden Fall weghauen. Vermindert den durch erlittenen Schaden beträchtlich. Ausdauer haben wir erhöht und Magie erhöht. Haben wir nicht auch die Langlebigkeit? Ja. Dann kriegst du die auch. Wahrscheinlich habe ich das schon geplant, weil es passt perfekt da rein. Okay.
Gut, Freunde, that's it. Ich würde sagen, damit schlagen wir uns jetzt mal vorerst durch. Wir haben auch einen Liftstein am Start. Wir haben unsere edle Lampe. Du hast auch eine edle Lampe, oder? Ja. Nutzt du die auch? Ja. Let's go. Ist das richtig? Ja. Wir haben insgesamt 20 Lazarussteine bei uns. Ich werde wahrscheinlich noch ein paar mehr verteilen, sobald wir am richtigen Spot sind. Aber jetzt brauchen wir volle Konzentration, um uns da durchzuhauen. Bis zum ersten Ziel. Ich weiß ja nicht mal, ob nicht doch noch ein Ding kommt, wisst ihr? Wie lustig wäre es, wenn wir jetzt doch so eine Spinne verrecken? Oh, ein bisschen lauter noch. Ich bin richtig nervös. Oh Gott, noch mehr. Ich persönlich würde ja gern nochmal aufsteigen, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Oh, wartet mal, was haben ich jetzt als... als Dolch-Fertigkeit? Ah ja. Das ist halt eine geile Fluchtmöglichkeit, wisst ihr? Weil ihr habt ja gesagt, man könnte auch... Tread carefully. Mark each step well. The Master, Saurian Sages. Vielleicht ändere ich das noch. Scheiße. Viel zu schnell rein. Vielleicht ändere ich das noch. Aber mal schauen. Los, lass uns machen. Okay, damit haben wir sie zumindest ein bisschen beschäftigt. Oh, dumm, dumm, dumm. Extrem dumm. Zu easy. Na, mein Freund, da musst du ein bisschen aufmerksamer sein. Okay, die Einladung nehmen wir doch an, würde ich sagen. This looks interesting. My. That item is mine. Stay vigilant. Places unremarkable at once may hold more. Okay, wir können da unten schon mal ein bisschen für Ärger sorgen. Let's have a look. Und? Naja, das hilft uns jetzt gar nichts. Egal. Ist wurscht, nehmen wir mit. Oh, man hat es angespuckt. Oh, seht ihr das, wie schön man da raussprinten kann? Ich mag die Ability. Das war ja gar nichts. Insolence. Beware the liquid they spew. The tail is severed. Schatz. Boah, ich sehe gar nichts gerade. Warte mal, ich brauche unbedingt Licht. Ah, oh, jetzt kommt der Ogre. Naja, gut, er bringt wenigstens EP. Okay, wir müssen konzentriert bleiben.
Keine Ahnung, ob der hier reinkommt. Das Gute ist, die blockieren sich gerade gegenseitig am Eingang. Ich habe Zeit, um meinen Ausgleicher zu ziehen. Stark, und Andromache zieht den Bolidenhagel. Oh ne, jetzt glaube ich hat er, jetzt kommt er rein, ja. Einen kann ich noch loslassen. So, jetzt habe ich keine Ausdauer mehr, ja. Den nutzen wir mal kurz. Boah, okay. Boah, doch, das drückt gut damit. Weg, weg. Easy. Schlangenhaut. Hier war eine Schlange noch drin. Schön, schöner Kampf, stabiler Kampf. Boah. Schön konzentriert. Gefällt mir gerade, wie wir zocken. Das Rubinium nehme ich auch noch mit. Oh, ich will die Truhen gern öffnen, aber... Da ist mindestens... Ich wollte sagen, da ist mindestens ein Wurm drin. Okay. Sie wird uns nicht retten, so wie ich sie kenne. Sie wird zaubern. Und bis der Zauber gezogen ist, sind wir tot. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn mit ihr. Das ist absolut... Und ich glaube, sie hat jetzt nicht mal den Zauber ziehen können, weil sie dermaßen... Ja. Du machst mich manchmal wirklich depressiv, Andromache. Einfach nur den Stab nehmen und ein paar Mal ballern, weißt du? Dann bin ich da raus. Dann ist es gar kein Problem. Okay. Ja, ein heroisches Tonikum. Das ist jetzt halt so. Ich würde natürlich auch gern ein paar von den Steinen mit, ihr wisst schon, von den Dingsteinen, von den Juwelen mitnehmen. Da habt ihr mir auch ein paar ins Herz gelegt. Moment. Ist es der Tod? Was macht der denn hier? Wir haben den doch geschlachtet. Der hat ja absolut nichts verloren. Der hat hier absolut nichts verloren. Der hat hier nichts verloren. Und den will ich jetzt auch nicht bekämpfen. Wir haben den doch besiegt. Was macht der hier noch? Ja, schon besser. Was sind Lich? Okay. Raus da, Mädel, raus da! Gott. Jetzt auf den anderen geschossen, oder? Scheiße. Help me. Pass auf, ich brauche deine Pilze. Ist nicht ganz so aufgegangen, wie ich mir das gewünscht habe.
That looks promising. Das geht gerade gut auf. Einer von denen ist gestorben, oder? Ja. Hat er gerade vergessen, wo wir sind? Nee, er kommt wieder. Du wirst jetzt wohl alleine kämpfen müssen. Ich kann auch Eis beschwören. Und glaubst mir, dich beißt es mehr als mich. Haben wir noch die Pilze? Oh, was macht jetzt Blutmagie? Ich glaube, er hielt sich wieder ein bisschen. Hilft ihm nichts. Weg mit dir. Geil. Richtig gut. Maybe sollte ich auch mal wieder speichern. Da unten sind die Blutzyklopen, oder? Die sollten wir vielleicht gnadenlos ignorieren. Hier ist noch eine Kiste. Die können wir gut gebrauchen. Wir müssen zwar schauen, wie viel wir mitnehmen können. Mir macht besonders Ding ein bisschen Sorgen, die Lazarussteine. Ich würde die nämlich gern ein bisschen verteilen. Es sind wieder beide da. Das ist scheiße. Oh ja, es sind alle da. Okay. Oh shit. Insolenz. Oma, das ist nicht so smart, was du da machst, aber du bist auch bei meinen Zuschauern und bei mir nicht für deine Smartness bekannt. Trotz deiner jahrelangen Erfahrung. Oder zumindest jahrelang. Also einjährigen. Oh, Schatz. Ja, mehr Smartness würde ich expecten. Den nehme ich mit. Nope. Das nehmen wir mit. Sind es diese kleinen, oder? Ist das Ausdauer? Ja. Super. I'll take that. Den musst du nicht mitnehmen. Boah. Idiot. Oh, ein Aschekristall. Den tun wir gerade verdoppeln. Das war richtig, eine richtig wacke Aktion von mir. Ausgerechnet so ein wertloses Objekt zu verdoppeln. So, auf geht's weiter. Das kann ich auch, mein Freund. Wow. Okay.
und weiter weg. Weg. Was ist das denn? Nein. Okay, wir haben es irgendwie überlebt. Zieh mal einen davon. What the fuck? Okay, dann raus hier. Raus hier. Komm mit. Komm mit. Lass ihn. Lass ihn. Freunde, ich verabschiede mich für heute ein bisschen länger als sonst. Haut rein, euer Unilets Play. Ciao, ciao.